Okay. Taktikwechsel. Ich laufe zum Loot. Und ich loote den Loot. Und dann sterbe ich. Cracked Red Eye Orb. Das war jetzt nicht so vielversprechend. Oh, Zunge. Haben wir irgendwo ein Eck, wo ich mich verstecken kann? Ja, komm, versteck mich, versteck mich, versteck mich. Abgeschlossen. Was? Kaschan. Hallo, Fröschli. Hab's dabei? Nein. Ich glaube, der Spieler hier versteckt sich auch gerade. Nee, ich hätte gerne... Was da hinten ist, noch mehr Loot. Okay, Ausrüstung. Steinchen dahin. Achso, ich habe schon voll Mist. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Der zuckelt schon wieder rum. Nee, es geht nur da hinten weiter. Ist da vielleicht das Gitter? Ich würde dich echt gerne pullen, aber ich habe nichts mehr. Komm mal raus da, damit wir da in Ruhe looten können. Oh, du machst irgendeinen funky Tanz. Rebels Great Shield. Ah, und hier ist der Gang durch. Nice job. Ja. Weep, und durch. Okay. Das war jetzt komisch am Ende. Aber wir haben das Krötengebiet erfolgreich abgeschlossen. Meiner Meinung nach. Und hier ist alles respawned. Lauf. Lauf, 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 lauf. Hey, da ist ein Seelenhaufen von uns. Komm mal mit. 180 Seelen, ja super. Da lang. Lass uns vorbei, danke. Du schieß, wir rollen. Was? Au. Climb up. Ah. Warum zum Geier konntest du... Egal. Hoch, 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 hoch. So, weiter. Lauf, springen. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Ich will zaubern können. Und die Gegner abhängen. Okay, also. Krötengebiet erfolgreich abgeschlossen. Es war nicht sehr effektiv, was Seelen anging und Zeitinvestitionen. Aber wir haben einen Ring bekommen, der ganz schick ist, gegen Feuerviecher. Und wir haben ein Schild bekommen, den wir wahrscheinlich aber nicht nutzen können. Nämlich den da, der wiegt 13,5. Raym und Felsstadt waren bekannt als die linke und rechte Hand oder Arm des Königs. Bis ihre Willen gegeneinander fuhren, also sich zerstritten haben. Und Raym als Traitor, also als Traitor ist jemand, der jemanden hintergeht. Verräter, genau. Und Raym wurde als Traitor, als Verräter angeklagt. Der schwarze Rabe wird verachtet als ein Omen des Todes. Aber es war Raims Lieblingsvogel. Traitor. Raym, der Traitor. Sehr gut. Also, wir haben die Kröten. Wir haben das Schild, wir haben Bosse bekämpft. Ich denke trotzdem nicht, dass wir stark genug sind, jetzt wieder die Kleriker anzugehen. Oder den Dreierboss alleine. Deswegen reisen wir jetzt dahin. Zack. Und helfen da noch ein, zwei Mal bei dem doppelseitigen Boss-Dingensbummens. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur... Ich gehe mal hier außen rum. Ich muss eigentlich nur vor den Bossraum kommen, da mein Signal senden und danach kann ich hier in Ruhe aufräumen. Also ich versuche mal, die Gegner zu umgehen, auch wenn das nie eine gute Idee ist. Bin jetzt schon gleich tot. So, mich ölst du nicht ein. Komischer Typ. So, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Die Viecher sind alle eingesperrt.
Genau, laufen in die Dunkelheit. Sehr schön. Und da oben ist die Abkürzung. Weiter vorne. Dazu muss ich einmal nach... Au, 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 au. Ja, einmal nach oben. Einmal hier rum. Es sind ganz schön viele Säbel, die nach mir schlagen. Da. 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 Ich glaube, ich hätte einen einfacheren Weg nehmen können. Hier. Und so. Der Opa ist nicht mehr da. Was immer noch ärgerlich ist. Aber wir sind wenigstens einigermaßen sicher hier. Okay. Dann... Wo setzen wir das Signal am besten hin? Hier hin? Ja komm, setzen wir es hier hin. So. Und jetzt bekämpfen wir Kleinkram. Bis wir oder die Horde an Gegnern, die uns gefolgt ist. Und fallen dabei bitte nicht runter. Ah, also mein Symbol steht noch. Wir sind nicht tot. Okay. Und wir werden schon beschworen. Das ist zu geil. Also so cool, dass so viele Leute noch spielen. Also ja, das Addon ist gerade rausgekommen. Das ist ein guter Grund, weiter zu spielen. Also schön, dass die Community so aktiv ist, dass man jederzeit töten kann. Mit anderen Leuten. Hallo, Gredis. Bo. Du siehst auch aus, als wärst du schon etwas länger dabei. Ich glaube nicht, dass wir in einen New Game Plus Kampf beschworen werden können. Dafür sind wir zu schwach. Die Spieler werden immer so ein bisschen zusammengesucht, dass sie einigermaßen selben Levelbereich sind. Was abhängig ist von der Anzahl an Seelen, die man gesammelt hat. Und er benutzt sogar Harze. Das habe ich in Dark Souls 1 fast nie gemacht. Auch wenn das extrem praktisch sein soll. Ich kriege mal einen Schluck. So, lass ihn ein bisschen rumprügeln. Und hau dem hier in den Rücken. Komm, gib mir ein... Oh. Hallo. Geh auf den Ritter. Ich bin Magier, du willst mich nicht. Ich schmeck nicht. Ich bin zäh und garstig und mit Mana verseucht. Und kaputt. Das war ein sehr schöner Kampf. Wow. Duty fulfilled. Und schon sind wir wieder menschlich. Schon haben wir wieder volle Zauber. Alles gut. Machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich noch 2, 3 Dutzend Mal. Und wir kriegen die Tokens of Fidelity. Die waren für ein Covenant ganz praktisch, glaube ich. Hm. So, also zurück. Ding, 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 ding. Achso, hier ist okay. So. Schiff aufräumen. Ja, jupp, 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 jupp. Doofe Schildträger. Genau, den töten. Ja, 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 ja. Nein, 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 nicht jetzt vom Bogenschützen. Lauf, 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 lauf. Ich mag das Boot hier nicht. Irgendwie kriege ich hier total auf den Deckel. Okay, das Parsing-Modell ist auch schon doof, aber daran wird es nicht liegen. Gegenstand? Ah, oh, ein Schwert. Au. Oh. Du Nervensäge, komm her. Oh, wo ich gerade mal hier bin, könnte ich gucken, was jetzt noch in der Kapitänskajüte war. Ich darf nur nicht auf das Gerät klicken. Ich kann doch einfach so da rein, oder? Oh, warte mal, ich glaube, ich kann meinen, oder sollte meinen... Ding jetzt mal hier hinsetzen. Ich sehe mein Ding jetzt nicht. Darf ich das dann nicht?
Irgendwas ist hier gerade komisch. Ist es denn noch draußen? Check your summon sign. Ja, also anscheinend darf man das nur bis hier irgendwo legen. Und du, komischer Geist, klick mal auf mein summon sign. Hey, Nucky, dein Typ mit der Keule. Komm, hier, drück. Nee, okay. Also, weiter zum eigentlichen Programm. Wir wollten gucken, was in der Kapitänskulitür ist. Da. So, hier geht's hoch. Nimm, 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 nimm. So, nicht das Ding rechts anklicken. Ah, hier ist mir noch eine Truhe. Sehr schön. Die hatten wir letztes Mal übersehen. Und Pyromantie, Flamme und Feuerball. Spielzeug für Talana. Equipment. Linke Hand. Pyromantie, Flamme, die Feuer braucht. Da. 125 plus 108. Haben wir Feuerzauber? Nur den einen wahrscheinlich, jetzt den Feuerball. Da. Pyromantie. Die Kraft der Pyromantie ist direkt abhängig von der Qualität des Katalysts. Also von der brennenden Hand. Das heißt, wir müssen nur die brennende Hand aufstufen und schon würden wir damit mehr Schaden machen. Ist also unabhängig von unserem Intelligenzwert. Müssen wir gucken. Also klingt wie eine gute Ergänzung zu unseren jetzigen Sprüchen. Wir brauchen nur mehr Zauberslots. Jetzt aber erstmal wieder Piu Piu. Oh. Der hat auch schon den NPC dabei. Und wir werden eingeölt. Warum hast du komische Flügel auf deinem Rücken? Ah, sehr komisch. Gehört das zum Addern? Was zum Geier. Ihr werdet niemals Talana mit irgendwelchen Feenflügeln auf dem Rücken sehen, außer dass dann irgendwelche Feenflügeln des Übergott-Todes. Leichte Verbeugung. Ganz leichte Verbeugung. Du bist mir suspekt. Fade. Rein da. Du bist Magier. Also er benutzt zumindest auch einen Stab. Sehr kurios, sehr kurios. Hallo? Nicht mich an. Okay, er ist ein Nahkampfmagier. Oder hat den Stab gerade nur zum Spaß draußen gehabt. Der geht super schnell runter, der Boss. Schön überleben, Chef. Schön überleben. So. Wir haben jetzt 8500. Wir haben jetzt 3500 mehr. Nee. Ich habe vergessen, den Ring anzuziehen. Wow. Die Flügel sind abgefahren. Der Helm ist nicht viel besser. Sieht aus wie eine riesige Motte. Stimmt eigentlich. Das sind Mottenflügel, glaube ich. Keine Schmetterlingsflügel. Egal. Wir haben jetzt 12.000 Seelen. Das reicht für einen Stufenaufstieg. Mit dem hier zusammen könnte es für zwei reichen. Okay. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück. Hau ein, zwei Gegner an, damit wir noch ein paar Seelen bekommen. Dann porte ich mich zurück zum Leuchtfeuer. Dann geht's nach Majula. Warum sind so viele Fässer im Wasser? Nach Majula. Steigere dort zweimal Intelligenz. Oder was halt am meisten Casting Speed zu dem Moment bringt. Was? Was? Du hast zum einen schwarzen. Was? So, ihr wollt lieber da drin verstecken. Also, wir steigern in zwei Attribute, so dass am besten passt. Und dann könnten wir es nochmal probieren mit der Klerikerin. Aber das würde ich echt gerne demnächst schaffen. Weil da haben wir ganz neue Gebiete dahinter, wo wir noch nicht waren. Alternativ könnten wir auch die drei Jungs mit Unterstützung von einem NPC machen. Aber da wehre ich mich noch so ein bisschen gegen. Ich würde eigentlich echt gerne jeden Boss alleine schaffen. Oh, hallo.
Rutsch. 13.000. Ich glaube, die große Seele bringt 4.000. Also sollte auf jeden Fall schon mal reichen. Das macht echt Laune, mit den großen Pfeilen rumzupiupion. Komm raus da, ich will dich one-hitten. Ja, die Wand wollte ich one-hitten. Genau, das wollte ich. Jetzt sterbe ich, das wäre super. Piu, 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 piu. Fast alles geht daneben. Piu, 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 piu. Und? Piu, 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 piu. So. Ausgang? Ausgang ist da hinten. Oh, warte mal, wir können dich von. Au! Was zur Hölle? Wo kam das denn jetzt her? Trink mal einen Trank, wenn du was hast. Also wir waren, glaube ich, nicht eingeölt. Das heißt, Inga muss eine Bombe auf uns geschmissen haben und gleichzeitig einen Feuerpfeil geschossen von der anderen Seite, oder wie? Sehr komisch. Weg mit dir. Weg mit dir. Wir haben einen Hund. Hallo Hund. Schon wieder bewegt er sich nicht. Ich glaube, irgendwas ist gerade ein bisschen kaputt gepatcht. Wir hatten das allein in den letzten Folgen jetzt schon mehrfach, dass manche Gegner einfach irgendwo hängen geblieben sind und nichts mehr gemacht haben. Also ja, das gab es vorher auch schon ab und an mal, aber das häuft sich jetzt irgendwie. Also die eine Feuerechse, jetzt der Hund da gerade. Oh. Ist schon ein bisschen komisch. Oh, Zauber sind alle. Geh weg. Ah, das ist der Feuerpfeilschmeißer schon mal. Brauchen wir nur noch den Ölwerfer. Und dann hätten wir das Mysterium von eben ergründet. Guck. So. Ja, 15.000 Seelen. Sehr schön. Da ist der Ölschmeißer. Der kommt nicht bis da hinten hin, wo ich eben gerade war. Dich auch noch weg. So. Jetzt ab nach Hause. Achso, hier ist noch ein Axt-Heini, hä? Nö, komischerweise nicht. Okay, Leuchtfeuer. Ding, 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 ding. So, Travel Majula. Ist echt doof, dass der Magier weg ist. Wir hätten so viele schöne Kräuter bei ihm kaufen können. Meh. Okay, wo bist du? Hier. Bearer of the curse. Seek souls. Die Nachricht eben auf dem Boden war übrigens ein. Also für Leute, die den Spoiler wissen um Guinevere, war das eine interessante Nachricht. Da drauf stand Charmer. Punkt, Punkt, Punkt. Na? Ihr Leute, die wisst, was ihr wisst über Guinevere, wisst, was gemeint ist. Level up. So, ich hätte gerne möglichst viel Casting Speed. Das wäre schon mal zwei mehr. Wenn ich Innensteil kriege, bestimmt auch zwei mehr. Nein, kriege ich nicht. Das heißt, ich steige jetzt einmal. Zweimal. Attention. Kriege dadurch zwei Punkte Casting Speed mehr. Oh, eine Sache, die ich auch noch wissen müsste. Ist Casting-Geschwindigkeit abhängig von der Rüstung, die ich trage? Also prozentual. Ich denke mal schon, dass bei den 50er, nee, bei dem 70er, bei dem 100% Belastungssprung, dass man langsamer zaubert. Aber vorher schon. Also zaubere ich Nakidai schneller, als wenn ich eine Robe anhabe zum Beispiel. Weil sonst könnte man es einfach nackig machen und die Priesterin anspringen. Das klingt komisch, aber es wäre vielleicht eine gute Taktik mit dem Unterbrechen und so. Ja.